150 STA vielleicht oder so. 98 kHp. 30 kHp. Auto-Power-Ups. Habe ich noch an? What? 35 kHp. Ich set nochmal 20 STA mehr. Das reicht. Rest und End. Let's go. Okay, so, wir müssen hier wie viele Mobs? 100 Mobs müssen wir killen. Okay, gut, das ist machbar. Leute geben die XP. What the fuck? Ja, okay, kann man machen. So kann man hier drin auch leben. Why not? 1, 2, 3 und okay. Also ich meine, ich glaube, hat man so einen Schmuck auf plus 10, plus 20 meine ich, sorry. Auf Ulti plus 20 quasi. dann kann man, glaube ich, ziemlich gut eskalieren. Also natürlich vom One hat sind wir natürlich noch lange Zeit oder sehr weit entfernt. Leider. Das ist schade, aber naja. Holy shit, die Spawns hier, was ist denn hier los? Ich soll, glaube ich, einfach hier drin leveln oder so. Schauen wir, was wir gerade in XP machen. Man kann jetzt sagen, ich waste da nicht mehr die Amplis, ich nutze die Amplis. 7%. Holy shit. Ja, okay, das läuft so viel besser als gedacht irgendwie. Lol. Nächste Season spielt jeder Psykeeper, ich sage es euch. Oh, geil. Immer das Gefühl, man einfach so alle Viecher erwischt. Immer cool. Oh. Holy shit. Warum sind die Spawns so gut und bei der Level Map so schlecht? Yo. Schau es einfach mal an hier. Und die XP vor allen Dingen. 95 Millionen nur? Ups, falsches Ding, falsches Skill. Ja, okay. Ich wüsste, mich würde echt interessieren, wie viel Geld wir farmen könnten, wenn wir hier einfach nur die Mobs killen würden. Was? Full STA? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, das kann sein, stimmt. Das kann sein. Aber selbst dann eigentlich, also die Mobs wurden schon sehr genervt im Gegensatz zu damals. Die waren mal richtig stark. Und da habe ich mich dann auch drüber aufgeregt und so. Aber mittlerweile sind die halt echt gut machbar irgendwie. Also es ist nicht mehr so dramatisch, wie es mal war irgendwie. Lord XP-Band. Oh. Alter. Ich sag's euch, wir gehen hier mit mehr Level raus, als wir reingekommen sind. 145 Mob schon. Jo, was wir hier halt einfach Mobs killen. Das Ding ist aber, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Ich glaube, ich mache das dann erst im letzten Durchlauf. Letzten Durchlauf killen wir einfach die ganzen Mobs und so. Und leveln und farmen und so. Aber vorher macht es, glaube ich, relativ wenig Sinn. Also, beziehungsweise, Sinn macht es natürlich schon, aber es ist ein bisschen zu risky, wie ich finde. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Erst muss Kleinst zu killen hier. Oh. Don't risk it. Habe jetzt schon fast zwei Mobs gekillt. Okay, der Rest läuft aber auch ziemlich gut momentan.
Ich meine, wie lange sind wir aktuell drin? Wir haben 4 Minuten erst. Wir sind erst 4 Minuten hier drin. The fuck? Hat es den gerade geheilt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Haben wir ihn abgeladen? Okay, haben wir, okay. Ich dachte mir jetzt gerade so, ja, wir haben schon 10 Minuten ungefähr jetzt geschafft. Nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. What the fuck? So, mit Boss 2 und 3. Just playing around. Ja, genau, das sehe ich mich. Sehe ich mich auch so. Alter. Warum ist das so, wie es ist? Ich komme nicht drauf klar, einfach. Gebt euch das einfach mal. Holy shit. Ey, das ist doch total krank. Okay, nee, ich darf nicht so viele Mobs killen. Ich muss unbedingt Gas geben. Ich muss dringend Gas geben. Es kann es sein, dass es halt nicht, dass die Zeit locker reicht und so. Es kann die Maus sein, dass es nicht reicht. Und ich würde dann einfach nicht den Drop-Buff am auslaufen lassen. Oder ich will nicht, dass der Drop-Buff ausläuft, wenn wir halt gerade beim zweiten Boss stehen. Und vielleicht so bei, bei 20% oder so sind. Das wäre halt echt kacke. So, achso. Am besten schnell mal rein AOEen und so. Ja, das ist halt nicht mehr normal. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber es ist halt übel. Wir haben 20% gemacht hier im Dungeon. Im Dungeon 20% gelevelt. Ja. Also, wenn die, also ich meine vor allem, die Dinger sind Level 40. Die haben wir nicht mehr irgendwie 45 oder so. Oder 50 vielleicht sogar. Oder 49 am besten. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache eigentlich. So, die sind halt noch nicht mal, also sind halt im Prinzip das gleiche Level wie wir, geben halt einfach kaum XP normalerweise. Aber halt einfach, weil die halt in der Range sind. Und einfach, weil man zu viele davon killen, ist halt, ja, easy, GG. Okay. 3 A-Karten? Ey, Dani, du musst hier irgendwas machen. Also, falls du dich gerade zuschaust, du musst echt irgendwas ändern. Hä, hey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, ich meine, muss nicht auch mal so bedenken, okay, wir haben jetzt halt gerade als einer von wahrscheinlich wenigen Leuten halt gerade diesen Siege Honor Buff. Ich meine, wie viele Leute waren heute im GW dabei? 20? Gut, das Spätere sind meistens ein paar mehr dabei. Weiß ich nicht, wie das da dabei waren. Aber effektiv reden wir halt wirklich von nicht vielen Leuten, die es da eben dann machen oder halt diesen Buff haben. Aber die, die den halt eben haben, die eskalieren halt vollkommen. So, und what the fuck? Wie viele Mobs habe ich gerade gekillt innerhalb von einer Sekunde? 1 Million Mobs? Kommt's hin? Oh, das Ding ist tanky. Oh, das könnte zeitlich echt kritisch werden. Ja. What the fuck? Oh lol, das ist immer übel. Das eskaliert ja komplett. Also damit habe ich nicht gerechnet. Dass wir schon wieder so hart eskalieren. Wie viel Damage macht er eigentlich gerade? Ich habe nicht aufgepasst. Aber es kommt 40k Crit oder so. Ja, wir müssen unbedingt den Schmuck upgraden. Ach, fuck, wir müssen vor allem hier mal. So, der ganz wichtig. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Na, der Umhang ist leider auch bald vorbei. Müssen wir einen besseren anfarmen und so. Mal schauen. Was haben wir jetzt aktuell? 27,6k Attack. Das ist okay. Na komm,
den ganzen Kackmobs killen. Das Ding ist, ich meine, wenn man halt gerade irgendeine andere Klasse spielt, dann muss man sich doch irgendwie echt ein bisschen verarscht vorkommen, oder? Das ist halt gerade so die Sache. Ich meine, balanced oder nicht, so okay, aber wenn man halt gerade eine andere Klasse spielt, dann muss man doch gerade irgendwie echt sterben, oder? Das Ding hat nochmal geheilt, scheiße. Das ist uncool. Fuck, ey. Ja, zeitlich wird's echt sauknapp. Wir hätten nicht so viele Kackmobs killen sollen. Die kleinen Mistmobs da, diese kleinen Minions, die werden es gerade echt zum Verhängnis, glaube ich. Wir haben jetzt noch 14 Minuten, wir sind 10 Minuten. Ah, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Na gut, okay, wenn man halt einfach durchrushen und halt nur so wenige killen wie möglich. Ja, es könnte möglich sein. Es könnte machbar sein. Was schreiben die mittlere Teleport? The fuck? Wilde Sachen. So, jetzt komm. Stirb doch endlich mal schnell. 11 Minuten 13 haben wir noch. Ja, ich glaube, wir schaffen es. Wie viel Damage macht er jetzt? Waren es gerade 9,7k Block? Crit Block? 73k. Okay. Der macht weniger Schaden, als ich in Erinnerung habe. Er macht viel, aber nicht so viel. Komm. Nice, weg damit. Habe ich was gedroppt? Ich muss dringend hier wieder bei Petfilter auf. Ach ne, Waffen haben glaube ich an, oder? Blue Weapon, Green Weapon, genau. Ja, okay. Und wieder rein. Leider nichts gedroppt. Und durch da einfach. Einfach durch, ganz egal wie. Hauptsache durch. Da haben wir schon wieder ein Perin. Ey, man droppt so viel Geld. Ich weiß es auch nicht, warum man so viel Geld droppt. Vor allem das Ding ist, ab jetzt brauchst du das Geld eigentlich fast nicht mehr. Also, sorry, du brauchst die Waffe, du musst die Waffe noch auf Ultibus 10 machen. Die 4 Sockel kann man ja ignorieren und das Set auf Plus 10 machen auch. Aber abgesehen davon brauchst du ab diesem Punkt kein Geld mehr. Okay, erwecken. Erwecken ist noch ein anderes Ding. Aber ich meine, es ist auch nicht die Welt eigentlich, oder? Also, also weiß nicht, ob da jemand jetzt irgendwie 100 Perlen oder so versenkt. Aber ansonsten, das Geld ist ab diesem Punkt eigentlich schon wieder wertlos. Und ja, könnte man auch anders machen. Könnte man besser machen, glaube ich. Also die Menge hier an Medizin und so. Ich komme echt so vor, als würde ich irgendwie High Rage spielen. Ich würde das so viele Sachen einfach nerven. Ohne Witz. Ah, die Kackmops machen so viel Schaden. Ah, okay. So, die ganzen Dinger hier reinklicken. Ich hasse es. Warum kann man das irgendwie automatisieren? So. Habe ich es jetzt? Spenden kann ich aktuell nicht. Super. Okay. Dragon Token droppt man hier auch. Beziehungsweise haben wir letztens schon mal gedroppt. Mobs gekillt bisher? Ja, ist halt nichts effektiv. Na komm, stirb doch jetzt endlich, Mann. So, nice. 1 von 3. Und weg mit dem ganzen Scheiß hier. Wir könnten übrigens auch ein Dungeon-Teleport-Geld nutzen. Ne, nutzen wir glaube ich erst zum Boss, oder? Oder? Ne, jetzt direkt. Oh Gott, was machen wir denn am besten? Direkt oder später? Machen wir es direkt. Ach, der Boss stimmt, den Dragon Ball Boss. Ah, shit. Okay, wir sind zum zweiten geportet, das ist gut. So, imagine, wenn wir uns einfach zum dritten geportet hätten, dann zurücklaufen, wieder hinlaufen müssen. Uff, das war scheiße gewesen. Das war richtig beschissen gewesen. So, wir können auch noch auf den Markt schauen. Das Ding ist, ich meine, ich würde einerseits meine Sachen selbst droppen. Und andererseits denke ich mir so,
Ich finde, man sollte einfach diesen den Markt auch ein bisschen pushen. Einfach auch ein bisschen was für ausgeben und so. Warte mal, what the fuck? Warum? Ach, ihr habt schon eine 2. Ja, super. Okay. Ja, es macht Spaß. Wer macht denn seinen Shop auf Channel 2 auf? What the fuck? So, schnell ein paar Mobs hier killen. LOL, Weapon. Okay, klar. Beziehungsweise, ja, macht halt einfach Sinn. Ich meine, die Menge der Mobs, die wir halt aktuell killen, das ist halt, geht halt voll klar. Beziehungsweise, es war einfach nur erwartbar eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Wir haben jetzt schon 91 Mobs gekillt? Wir haben noch nicht mal angefangen. Hä, wir haben doch... What? Ich dachte, wir haben vielleicht gerade so 30, 40 oder so. Oder vielleicht 50. Ja, heftig. Das ist halt echt alles heftig. Summer Event Box, lol. Ha. So, letzter Boss. Vorletzter Boss. Also, der Boss vom Boss, wie auch immer. So, mal schnell alles wegmachen, die ganzen Kackmobs. Okay, und ja, 32% haben wir bisher gemacht. Ist halt so viel einfach. Dabei sind wir halt nicht mehr da für das, also für das aktuell halt. Das ist echt das Krasse. Wir sind hier zum Farmen, nicht zum Leveln. Es läuft halt echt gut irgendwie. Genau, Super Protect muss ich noch ein bisschen farmen, dann die Super Moonstones. Ja. Okay, so, weg damit. Und ab zum Boss. Oh, stell mir vor, wir droppen jetzt vielleicht eine Waffe oder so. Es wäre so episch. Es wäre so geil. Das war richtig geil. So, gleich haben wir's. Oh, droppe einfach eine Wand. Einfach eine gute Wand. Und wenn wir selbst eine schlechte Wand. Ich roll die auch gern selbst hoch. Also, ich habe Dias, ich habe Weapon Dust, ich habe Geld, ich hab alles. Und Alter. Nee, Mann. Das kann doch einfach nicht ernst. Also, das ist the fuck. Es liegt an den Hitboxen, weil er hat, also je größer der Boss, desto höher die größer die Hitbox. Und je größer die Hitbox, desto. Ja. Ich meine, ist hier das Resultat, oder? Wir haben einige neue Leute in der Gilde. Ist ziemlich cool. Ah, das scheiß Thunder. Ich hasse das gestern die ganze Zeit. Moment, mal kurz das Ding hier pausieren. Die ganzen Leecher-Mobs wegmachen. 3,5 Millionen gedroppt, einfach dafür. Komplett verrückt einfach. ...35% mittlerweile, lol. Na komm. 120 Millionen noch. Ah, geh weg beim Scheiß dann. Jetzt komm. Gib mir doch jetzt einfach die Wand. Also ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Eile oder so, ich kann ja...
Ich kann ja weitermachen, wie ich will. Ich kann ja weiter leveln und so. Ich meine, die B-Herborn sind trotzdem ziemlich gut und so. Also es ist nicht irgendwie so, dass ich da, keine Ahnung, schon total einen Zugzwang wäre oder wegen Gearscore oder sonst irgendwas. Das brauche ich, also ist ja eh nicht der Fall, effektiv. Jetzt komm. Komm. Schaden endlich, Mann. Oh, das ist nervig. Das Psy-Keeper, denkst du so, es geht einfach nichts voran. Blade ist irgendwie anders. So, Blade ist halt mehr so. Ich weiß nicht. Ich meine. Du hast irgendwie ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen weniger Schaden und so. Und hast aber auch diese richtig großen, also die richtig schweren Crits, sag ich jetzt einfach mal. Ach, 3 Minuten haben wir noch. Also die Zeit reicht auf alle Fälle. Das sind die guten Nachrichten. Wir haben eigentlich aktuell mit DPS 1,8 Millionen nur. Okay, bei 150k HP. Es geht eigentlich. Unterschmuck ist eben auch noch ziemlich beschissen. Ich werde ihn bei den Offscreen leveln. Uppen. Macht einfach mehr Sinn. So. Und Finale. Und nichts gedroppt? Fuck, nichts gedroppt. Och man, na okay.